Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Daylight. Mann, oh Mann, Leute, mir geht immer noch so die Pumpe. Es ist ein neuer Abend. Ich habe eine neue Aufnahme gestartet. Ich habe nach dem letzten Mal gedacht, so, ich breche das jetzt ab. Was heißt, ich breche das ab? Ich bin einfach ins Menü gegangen und eigentlich soll das Spiel dann speichern. Jedenfalls glaube ich, dass es das soll. Und ja, bin dann leider wieder ins Spiel gegangen, habe festgestellt, dass ich alles nochmal machen musste. Also alle Zettel nochmal finden und alle Relikte nochmal finden. Und ich bin nur durchgerannt und bin tausendmal dieser komischen Hexe da begegnet. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt alle Zettel wieder habe oder nicht, wie vorher. Das ist echt blöd. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Ich hoffe, der hat jetzt meinen Bildschirm aufgenommen. Ja, das Spiel aufgenommen, meine ich. Ja, wir sind mit dem Siegel weitergekommen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird. Ich guck mal eben auf die Uhr, damit ich weiß, wann ich aufhören muss. Und würde sagen, viel Spaß. Ich habe Angst. Ich mache mal als erstes wieder so ein Ding an. Vorteil ist, dass ich alles nochmal finden musste, ist Spieldaten werden gespeichert. Spieldaten werden gespeichert. Ich glaub's nicht. Danke, dann darf ich ja wenigstens ab hier das nächste Mal spielen. Ich hätte nur ein Stückchen gehen müssen das letzte Mal und dann hätte ich das alles mir sparen müssen. Und nur weil ich alles nochmal spielen musste, bin ich jetzt schon super aufgeregt wieder. Aber was soll's. Wir schlagen uns schon durch. So, mit allen Hospital. Zu Händen aller Mitarbeiter letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Nett! Dann wissen wir gleich, was auf uns zukommt. Ganz toll. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay, ich will nicht. So. Die Tür, wird sie jemals überhaupt aufgehen? Ich weiß es nicht. Ganz toll. Kein Flachs, dass ich durchgerannt bin, denn ich weiß ja mittlerweile sogar, wie man rennt. Man kann laufen in diesem Spiel. Und da liegt doch noch was. Na, nimmst es? Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben, um es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag, wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Ja, ob das jetzt wirklich dafür nur war, wer weiß, was die sich dabei eigentlich gedacht haben. Gott, ich bin so froh, dass das jetzt hier gerade stand, das Speichern. Und zugleich ärgere ich mich auch. Da liegt wieder was. Ich gehe einfach weiter. Datum 1. Mai 1940. Betreff Miss Daniels Suizid. Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Ob das wohl alles... Ja, man denkt das natürlich hier. Weil die natürlich alle psychisch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Scheiße, was war das?
12. November 1967. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlung in den 1850ern bis zu dessen Leistung im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Ich drehe mich hier sofort gerade wieder um und ich benutze sofort wieder einen Leuchtstab. Eine Leuchtfackel haben wir jetzt noch, da ich sie jetzt beim zweiten Durchrennen nicht benutzt habe. Was ist hier zur Hölle gerade langgelaufen? Sieht man da hinten irgendwas? Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Fliege, die mich hier den ganzen Tag schon nervt, oder was ich da gerade gesehen habe. Nimm. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen durfte leben. Gesteht Schuld. It gehängt. Böse. Endhaus eröffnet um die Ausbreitung der Krankheit. Es ist wunderschön hier. Es ist wunderschön hier. Also wenn ihr glaubt, ich tue nur immer so. Was war das Rotes? Da ist doch eine Tür oder so. Wenn ihr glaubt, ich tue jetzt nur so, als hätte ich Schiss oder so. Stop! Stop! Was ist das? So much pain and suffering. Mein Fett. Those would seek only solace. Und what ails you, Sarah? Vielleicht. Perhaps truth. Very pure. Never simple. Wer ist der Typ überhaupt, der hier mit mir redet? Ich kann nicht mal mehr sprechen gerade. Ich habe wirklich Schiss bei diesem Spiel. Pff, was war das gerade eben? Und meine Fresse. Mid Island Hospital Incident Report File. Datum 3. März 1938. Betreff Patient 90D. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde, das ist ja schrecklich. Da ist noch was. Mid Island, Geister der Vergangenheit, 12. November 1967. Und dann ist das Krankenhaus, wie wir es heute kennen, verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündenden Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude gestichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, über Stimmen, den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Ich weiß es einfach nicht. Da hinten komme ich doch her, aber kann ich da vorne durch? Ich geh mal hier lang. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Wenigstens gibt es hier eine Menge zu lesen. Datum 27. März 1931 betrifft Patient 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Mir gehen die Leuchtfackeln aus. Die Leuchtstäbe. Es nutzt aber nichts. Ohne die
kannst auf manche Objekte klettern. Ah ja. Oh. Oh. Entschuldigung. Moment. So, sorry für den Cut. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wie komme ich jetzt hier rüber? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Mit Seilen. Was? Was soll ich denn machen? Hä? Ich soll hier irgendwas drücken können, aber... Jetzt habe ich meinen Leuchtstab weggeworfen. Das war jetzt auch wieder klug. Kannst du da einfach hochklettern? Nee. Dann kletter mal hier hoch. Und dann nimmst du den Leuchtstab, wenn es geht. Geht aber nicht. Den habe ich weggeworfen, dann kann ich ihn nicht... Nochmal. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich muss das Ding dann wohl hier näher ranrollen oder so. Kann das sein? Warte mal. Ah! Okay. Moment. Kannst du es noch... So... Jetzt lässt du es los und dann kletterst du drauf. Jawoll! Nur, dass ich meinen Leuchtstab nicht mehr habe. Jetzt bin ich hier oben drauf. Naja, dann gehe ich wohl mal auf die andere Seite, oder? Da komme ich ja wohl nicht hin. Ich hätte noch durch das Loch klettern können, versuchen können, aber ich glaube, das hätte mir auch nicht viel gebracht. So, jetzt stecke ich hier fest. Nee, jetzt kann ich den Stromschalter benutzen. Kriege ich hier eigentlich auch mal ein paar neue Leuchtstäbe? Wo will ich eigentlich lang gehen? Möchte ich da vorne lang? Was sagt die Uhr? Ich darf die nicht vergessen. Ich glaube, hier soll man gar keine Leuchtstäbe benutzen, oder? Es ist ja eigentlich hell genug. Kann ich hier rüber? Kann sie hier rüber? Nee, anscheinend nicht. Hallo. Hallo. Dann muss ich ja da... Dann bin ich hier... Hä? Gehe ich nochmal zurück? Oder wir laufen einfach mal. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Nee, ich kann doch auch hier lang, genau. Wo soll ich denn hier jetzt klettern? Ich gehe jetzt erstmal hier in die Spalte. Da war ich ja noch nicht. Nee? Jetzt ist sie durchgelatscht. Oh Gott, ich will mich hier nicht so lange aufhalten. Nicht, dass mir noch irgendwas passiert, weil ich so lange brauche. Kannst du da jetzt nicht wieder dich zurückquetschen? Ich will jetzt wissen, wo das hier stand mit dem Hochklettern. Hier. Da, ich kann doch wieder... Mit der bin ich doch gekommen. Das ist doch Quatschi. Kann ich hier nicht einfach hoch, die Leiter, Treppe, meine ich? Da, schieb doch einfach die Kisten ein bisschen, ein Stück und dann gehst du die Leiter hoch, Leiter hoch. Ja, das Leben ist schwer für die Alexis. Es ist nicht so einfach. Ich sehe eine Menge. Das funktioniert sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, was die von mir wollen. Oder soll ich doch da lang? An den anderen Kisten konnte sie doch auch gerade vorbei. Mann. Und wenn wir die eine Kiste einfach hier hinschieben... Wenn wir die jetzt einfach... nehmen. Und zieh sie doch nochmal. So wie gerade eben. So, und die schieben wir jetzt einfach. So. Und dann loslassen und rauf. Ja, super. Du bist ja schon mal oben.
Mensch, bist ja richtig gut hier. Habe ich jetzt ein bisschen lange für gebraucht, ne? Sollen wir die jetzt runterfallen lassen oder... Ne, wir klettern da jetzt auch einfach mal rauf. Sind wir ganz oben. Das ist super. Oh Gott, hier soll ich jetzt rüber? Ja. Ich bin ein Klettermax. Und da unten ist ein Geist. Da unten ist doch der Geist. Sitzt die da unten schon und wartet auf mich? Und ich soll da unten jetzt hin? Ich... Super. Ganz toll. Nee, das ist ein Stuhl. Ich bin so blöd. Ich hab gedacht, der eine linke Stuhl wäre ein Geist, der so sitzt und so macht. Dabei war das der Stuhl. Und ich dachte, der sitzt da die ganze Zeit und wartet so auf mich. Entschuldigung. Es geht jetzt ganz ernst weiter. Da ist kein Geist, da ist nur ein Stuhl, Mann. Wie doof bist du denn? Zack, zack, zack. Alles eingepackt. Geht wieder los hier. Haben wir wieder was gefunden? Da ist doch was. Was ist das? Wo ist jetzt hier eine Tür aufgegangen? What? Boah, das ist doch so unheimlich hier. Wer ist denn so blöd und läuft da so alleine rum, ganz ehrlich? Und dann mit so einer voll unbekannten Stimme, die einen dann immer noch so gruselige Anweisungen gibt. Na, wovor hast du denn Angst, Sarah? Es ist doch nur die Wahrheit, Mimi. Ja, kein Problem. Bin doch nur ich. Was ist da hinten? Boah, so eine abgefuckte Lagerhalle hier. Ich mach mal einen Leuchtstab an. Das machst du toll, Sarah. Oder komme ich hierher? Nö, hier kommen wir nicht her, glaube ich. Hier kann sie aber nicht rüber. Hier auch nicht. Dann laufe ich mal wieder schnell zurück. Da komme ich her. Ja gut, ich folge meinen eigenen Fußspuren. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt durch die gruselige Tür, ne? Warte, da liegt doch noch was. Ne, da liegt gar nichts. Gerade eben war so viel zu lesen hier. Und hier, wo so viele Bücher und Zettel sind, ist gar nichts. Ja, toll. Ein Raum mit nichts. Also war ich gerade eben schon richtig, oder was? Mann! Verdammt! Es ruckelt auch gerade so doof. Gehe ich eben hier durch die Tür? Ich glaube, die Tür ist wieder zu. Scheiße. Scheiße, wie lange noch? Nicht, dass ich dann nicht sowieso gleich wieder weiter aufnehmen muss. Spieldaten werden gespeichert. Spieldaten werden gespeichert. Egal, was jetzt passiert. Das Spiel wurde gespeichert. Mach mal lieber eine Fackel an. Ein Leuchtstab. Ich sag immer Fackel, warum? Die Leuchtfackel ist was anderes. Die ist viel besser als ein blöder Leuchtstab. Aber dass das Spiel hier gespeichert wurde, ist nicht gut. Nicht gut. Nicht, dass ich hier gleich irgendwie rennen muss oder so. Bitte lass mich jetzt nicht hier so eine Verfolgungsscheiße machen müssen. Da liegt was. Oh, das ist aber ein sehr voller Krankensaal. In your blood is thicker than water. Boah, das Handy, ey, das erschreckt mich so.
Das Handy erschreckt mich so. Hallo Leute. I can't see a thing. Ja, mehr als einen Leuchtstab gibt's aber nicht. Okay, ich kann nach oben. Ich kann nach unten und ich kann durch die Tür. Gehen wir mal nach unten. Eigentlich mag ich nach unten gehen nicht so. Ja, mach mal auf hier. Ja. Wozu hast du das jetzt aufgemacht? Weil es hier Leuchtstäbe gibt. Ah, ich habe ganz viele Signalfackeln jetzt. Ach, wie cool. Das Leben ist schön. Warum mache ich das hier überhaupt? Warum mache ich das hier überhaupt? Ich hab so Angst. Mir passiert nichts, es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Ich habe keine Leuchtstäbe mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Und hier sind überall blutverschmierte Dinge. Und die Bedrohungsanzeige ist auf ganz stark oder ganz wenig. Alles blutverschmierte Waschmaschinen. Was wurde denn da reingesteckt? Vielleicht ein kleiner Arm oder ein kleines Bier. Hallo. Ich bin hier doch noch gar nicht lang gegangen, oder? Doch, da bin ich doch schon lang gegangen. Dann gehe ich jetzt mal da lang. Wir laufen einfach mal. Guck mal, da waren wir doch auch noch nicht. Ja, und was uns da im Dunkeln, ne, erwartet, das sehen wir im nächsten Part von Daylight. Yay! Yay!